Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Ascended hier in der Omega Mod auf The Center. Schön, dass ihr da dabei seid. Ja, im letzten Mal haben wir einiges geschafft. Wir haben eine Base gebaut und sind direkt umgezogen. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen noch ein paar Ressourcen angeholt. Ich habe die beiden Female Dodos hochgeholt. Wir hatten sogar schon ein Ei dabei, das ist ziemlich nice. Wir haben inzwischen sogar schon wieder irgendwelche Essenzen gekriegt. Ich würde nochmal darauf auslegen, dass wir nochmal ein bisschen gamblen, weil die Rüstung eigentlich wahrscheinlich, das ist eine gute Ausdrucksweise, sehr, sehr stark ist. Diese Repair-Mod stört mich ein bisschen, dass die so nah dran ist und ich immer wieder darauf zugreife. Machen wir sie doch mal hier hin. Danke. Dann sollte ich da nicht mehr so die Probleme kriegen. Wir können noch mal einmal ein bisschen Nagodix anwerfen. Oh Gott, was tue ich denn schon wieder? Ich habe vermutlich auch ein wenig Sachen verloren beim Umzug. Ich habe nicht drauf geachtet, aber hey, mein Gott, was soll's. So, Gambling, 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 Gambling und Healed for 20% of Fire Damage taken. Also wenn ich Feuer Damage ankriege, kann ich 20% Leben zurückgewinnen. Es sind auch Gloves, ne? Na toll. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Hat sich nicht gelohnt. Schade. Gut, wir müssen ein bisschen Ressourcen rankriegen. Wir brauchen auf jeden Fall Chitin bzw. Keratin. Wir brauchen Crystal, um mal endlich mal ein richtiges Spyglass zu kriegen. Und solche Späßchen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das am besten ran? Wir haben ja unten auch noch einen Dodo stehen. Den müssen wir auch noch holen. Gucken wir doch mal. Gucken wir einfach mal so ein bisschen runter. Und wir sehen es ja. Ich habe inzwischen hier schon mal die Gun gebaut. Den Dino Digitalizer. Digitizer. Nicht Digitalizer, Digitizer. Und ja, mal gucken. Erstmal machen wir den Weg nach unten. Hier war vorhin alles. Das war zu schnell nach unten. Komm her, wir picken den jetzt mal ab und gehen nach oben. Hier vorne gleich ging es da um. Dass sie den auch nach oben bringen. Mit der Mate Boost Bonus haben. Mehr Ei. Ach shit, hier kommen wir gleich durch. Oh, kriegen wir den hochgeworfen? Guck mal. Hoch. Nee, da ist er zumindest sicher, ne? Können wir nachher noch holen. Gamma Stone Lystro. Hier ist so eine Trike-Armee, die stand vorhin hier drin. Das war total gruselig. Ja, wie kriegen wir jetzt am besten Keratin und Chitin auf die sichere Art und Weise, beziehungsweise wahrscheinlich auch sogar Zement ran? Boah, das wird echt schwierig. Denn am besten mit einer Grappling Hook, dann könnte ich da oben hin. Oder, passt mal auf, wir bauen uns da hoch. Ja, wir nehmen noch ein bisschen Holz mit, weil wir davon nicht viel hatten, genau wie so ein Setch. Wenn wir schon hier unten sind, nehmen wir das mit. Wir bauen uns einfach einen Weg hoch. Warum? Wenn ich ja gleich drauf kommen können. Nein, das ist nichts zum Abbauen. Aber trotzdem, falls wir irgendwann mal einen Pete kriegen, brauchen wir einen Sattel dafür. Und tja, den kriegen wir auch nur mit Keratin oder Chitin zusammen. Mal schauen, wie das wird. Läuft ja nichts weg. Wir können uns Zeit lassen in der Theorie. Erstmal mal gucken, wo man ist, ne? Hier ist noch ein Dodo. Das wäre noch mal ein bisschen mehr Leder. Der ist zusammengeklappt, würde ich sagen. Die ist einfach mal zusammengeklappt. Was bist du für ein guter? Alpha Banshee. Ich kenne mich mit den Tierlisten noch nicht so aus. Ich muss mir das nochmal ganz in Ruhe dann irgendwann angucken. Aber es klingt gefährlich. Jetzt hätte man den Dodo gleich mitnehmen können. Ach, was soll's denn? Lass mal da unten stehen. Noch sind wir ja nicht so drauf angewiesen. Und wir müssen Cropplots erstellen. Das heißt, ein Fiomia wäre auch gar nicht mal so schlecht. Oder ein Dung Beetle. Aber das würde ich halt alles erst in Angriff nehmen wollen, wenn wir
Ja, entweder ein Tame haben, der etwas flotter unterwegs ist. Oder, ja. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Bup, 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 bup. Gut, ich würde noch mal ganz gern zwei Foundations haben. Nehmen wir mal zwei. Ich habe sogar alles dabei. Leather. Oh, die gibt es auch aus Stein. Das wusste ich gar nicht. Ja, so 20 sollte ausreichend sein. Dann gucken wir mal, ob wir hier dann uns hochbauen können. Das wäre ja ganz geil eigentlich. Das wäre ja eigentlich ganz... Ja. Snappst du hier ran noch? Nicht wirklich, ne? Dann bräuchte ich ein Ceiling. Cancel Q. Dann Ceiling. Nicht die Quarter. Dann machen wir mal zwei Stück direkt. Noch ein bitte. So, dann kommt hier eine Leiter ran. Oh shit. Das ist höher, als ich gedacht habe. Okay, das wird so nichts. Kriege ich nochmal ein Ceiling bitte? Immer noch einen raus. Wir müssen heute hoch hinaus. Ach nein. Wollte ich nicht bauen. Oh ja, kriegen wir sogar noch hin. Hier sieht es ein bisschen besser aus. Leider. Leider, leider, leider. Haben wir nochmal 10 Stück. Oh Gott, sind die jetzt falsch rum oder was? Ach, Männer. Kann ich die drehen? Oder ohne, dass ihr snappt? Bitte? Hm. Dann halt den Weg. Oh. Ja, wir kommen gut hoch. Ist die Frage. Ne, wir gehen den Mod. Ist hier oben noch was für uns? Ist hier überhaupt Metall? Lohnt sich das überhaupt, was wir hier tun? Ne. Ah, blöde Nummer. Da drüben ist Metall. Aber da hochbauen wird schwierig. Da bräuchte ich den Grappling Hook. Nicht runterfallen, bitte. Ja, gib mir lieber, bitte. Da oben ist es. Puh, darüber bauen wird schwierig, ne? Ja, müssen wir doch einen anderen Weg gehen. Schade eigentlich. Ich dachte, das wäre einfacher. Dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Wir nehmen uns mal Fallschirm mit, oder? Englischer Name für Fallschirm. Parachute. Parachute. Na, vielleicht kriegen wir es ja uns irgendwo hingeflogen, wie auch immer, wo Metall sein könnte oder was anderes, was wir gebrauchen können. Oh, die Blumen sehen ja schön aus. Die sind ja richtig nice.
Das ist ja sehr, sehr schön. Okay, wir haben jetzt welche dabei. Dann packen wir die mal hier rein. Wo gehen wir jetzt am besten hin? Was ist die schlauste Methode? Da ist ein Parasaurus, ne? Mal gucken, ob wir den so zähmen können. Oh! Da ist auch ein Pete. Spectral. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen. Dodo. Oh oh. Gamma Earth. Ja, okay. Warte mal, wie viel Leben hast du? Warte mal. Jetzt ist das alles hier völlig überlagert, ne? 2400 Leben. Das ist mir zu viel. Wow, was bist du denn? Essenz Carbonemis. Ist hier irgendwo etwas, womit ich Chitin bekomme, womit ich Zement machen kann? Dann hätte ich Grappling Hooks. Da hinten ist ein Drop, ne? Der ist jetzt weg. Irgendwas Großes war da gerade. Okay. Tschüss. Wir müssen vorankommen. Ich weiß nicht, wie gerade. Weiß nicht wie. Oh mein Gott, was ist das? Da sage ich erstmal Tschüss. Waterburst, Dodo. Du bist auf jeden Fall schon mal eine Essenz. Das ist wichtig. Er Dodo. Ah ja, auf das Center hast du auch wieder die ganzen Level, ne? Die etwas angepasster sind, wie ich finde. Wie kommen wir an Zeug ran? Einfach schwimmen. Oh, ich dachte, das wäre Piranha. Oh mein Gott. Tja. Das wird doch etwas... Was flattert da denn rum? Ist das ein Blatt? Was zur Hölle ist das? Ja, mit den Trikes will ich mich nicht anlegen, das bringt nichts. Ich will die Spyglass wegmachen, das stört einfach nur. So, du bist ein Male Water Moshops. Willst du die Essenzen bekommen? Eine haben wir ja nur. Leute, ich komme nicht voran. Da wäre ein Pete. Fairy Pete. Oh mein Gott. Und unser Bonus ist auch schon zur Hälfte abgelaufen, unser Loot-Bonus. Necromancer, Dodo. Den kriegen wir wegmachen. Hat das jetzt eine Essenz gegeben? Ja, hat das. 67 Millionen Schaden. Apex Crystal Otter. Einmal mal 42.000 Leben.
Was mit dir kaputt? Okay. Bye. Ich glaube, ich muss die Donuts wegmachen. Was ist das denn? Herrlich schön. Herrlich schön, diese Mod. Wenigstens läuft er weg. Tschüss. Sag mal. Könntest du mal weggehen, bitte? Du kriegst keinen Schaden, ne? Oh oh. Au. Au. Lass das. Geht weg. Ich will nur noch die Drohne wegmachen. Daneben. Was war das? Was zur Hölle ist das? Ey, ist ja gut, Leute. Ist ja gut. Wieso ist da so ein schwarzes Loch entstanden? Und was haben wir da gerade gekriegt? Dodo Paragon Soul. Feeds this Dodo Soul to any Arc Omega Dodo to provide it. Oh Gott. Die machen mich fertig, diese Kompis. Okay, das schwarze Loch ist schon mal weg. Wir sind kein Stück vorangekommen, außer dass wir wieder Essenzen haben und wieder gambeln könnten. Ja, ist das eklig. Fairy Pete, 145. Boah, den hätte ich ganz gerne. So einen schönen Pete, womit du rumfliegen kannst. Gut, dann hätten wir wahrscheinlich schon wieder instant alle Sachen zusammen. Das ist ja immer wieder das. Eigentlich ist dieses Groundplay und Anfangsplay das ziemlich cool. Stone Pete. Ist das hier unsere Basis? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich sehe unsere getrackten Dodos. Wo kommen wir hier lang? Oh, so ein bisschen Crystal wäre geil. Dann könnte ich das Spyglass endlich rauswerfen. Oh, sind wir hier drin? Ja, ist unsere Basis. Cool. Wir gucken uns nochmal ganz kurz die Waffen an. Ich kann nicht das... Das bringt nichts. Okay. Feeds this Dodo Soul to any Arc Omega Dodo to provide it with a permanent 100% stat boost. This also applies to unique of the species. Okay. Verstehe ich nicht. Aber egal. Wir haben ja was oder was. Es wird nicht schlecht. Das ist wichtig. Gut. Weapons. Das haben wir. Ein Boomstick. Macht Area Damage White. Dinge. Boah, da fehlt uns. Überall fehlen uns so ein bisschen Essenzen, ne? Cosmic haben wir auch nicht. Ein Boomerang. Wir haben eine Soul. Wenn wir mal auf den Boomerang gehen, der Boomerang imbues Element Soul. Caused random element status effects when thrown. The thrown boomerang damage scales with your melee stat. Aber cannot be broke, ist geil. Stimmt, die wollte ich mal haben. Dafür brauchen wir Utility Souls. Das ist halt so eine Netgun. Oder die Hardest Torch. Aber dafür fehlen uns. Ja, es fehlen uns überall Dinge, ne? Midgame. Arthong Arrow. Structures. Ach, ihr Lieben.
weiß es doch auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, dann bringt uns erstmal das Gamble vielleicht weiter. Was wirst du machen? Eine Tour fehlt, oder können wir sogar nochmal gamblen? Bitte keine Hände diesmal. Oh Gott. Ich meine, die hat mehr Rüstung, aber trotzdem. Ey, danke, Gamble-Spiel. Dass du so auf mich Acht gibst. Hier machen wir noch mal ein bisschen Fleisch. Oh, wir haben hier einen Piet, ne? Was bist du? Gamma Wood Piet. Gut. Gut zu wissen. Bola geht nicht. Wieder was Neues dazugelernt. Was war das? Oh, da hinten ist der Sumpf, ne? Wenn wir da irgendwie ein bisschen Chitin abgreifen könnten, dann hätten wir einen kleinen Bonus. Weil wir dann Grappling Hooks machen könnten. Wir gehen jetzt einfach mal lang und hoffen, dass wir nicht sterben. Oh. Was auch immer das sein soll. Moment, ich hätte mal ganz gern das Spyglass doch wieder. Danke. Ich dachte, das wäre ein Loot Drop gewesen. Ein Kloner, Dodo. Nee, Klon. Und den kriegen wir doch weg. Wieder eine Soul. Wow! Müssen einfach töten, töten, töten. Vampire. Nicht hauen. Ich war schon lange nicht mehr angespannt. Also so angespannt. Aber egal, 3 Souls ist schon ganz nice. Wir brauchen trotzdem irgendwie Keratin oder Chitin. Hier ist normaler Baryonyx. Da hinten ist ein normaler Trike. Aber umgeben von 50 anderen Mod-Trikes. Oh Gott, hast du mich gerade verjagt. Mein Freund, ey. Hier ist, glaube ich, auch der Berg, den ich am Anfang der letzten Folge beschrieben habe, glaube ich, wo man bauen könnte. Aber da will ich erstmal drum rumfliegen am liebsten. So, und hier müsste doch gleich Sumpf anfangen. Sodass wir hoffentlich ein bisschen Chitin kriegen. Es ist immer eine gute Idee, Richtung den Geräuschen zu gehen. Vorsichtig. Vorsichtig. Aber hier ist nichts, was Richtung Chitin aussieht, oder? Was habt ihr da weggemacht? Oh, hallo. Ich muss was trinken. Hier ist ein Gamma Spectral Otter. Hier ist dies, hier ist das. Das ist super gefährlich. Was ich hier tue, ist nicht gerade schlau. Wenn hier so ein Spiel in der Nähe ist. Oh, ich glaube, wir kommen nur durchs Gambeln voran. Oh mein Gott. Alles explodiert um mich herum.
einfach null Fortschritt bisher gemacht. Außer gegambelt und nur Mist rausbekommen. Ich frag mich, was da 1 Million Schaden macht. Joa, gehen wir mal zurück. Wir haben ja ein paar Souls zusammen. 1, 2, 3 haben wir schon wieder. Vielleicht kriegen wir noch eine vierte, dann können wir sogar zweimal gambeln. Oh, du hast. Ne, mit 2 würde ich mich nicht anlegen wollen. Mit einem okay. Aber nicht mit 2. Da ist der Kloner, Dodo. Na komm. Daneben. No. Das ist gut, dass du wegrennst. Das gefällt mir. Immerhin kriegen wir gut Hide und Fleisch zusammen. Aber nicht das, was ich brauche. Ein Alpha-Wood. Okay, gambeln wir. Andere Option sehe ich jetzt gerade nicht. Andere Option sehe ich nicht. Vielleicht kriegen wir dadurch geile Teile zusammen, die uns dann auch nochmal ein bisschen helfen. Ich finde es gut, dass wir hier einen Baum haben, der immer respawnt. Da muss ich immer runterlaufen wegen Holz. Ist mir Eier gelegt? Nein, habt ihr nicht. Natürlich nicht. Oh, geil. Ich kann nicht drauf zugreifen. Darauf schon. Darauf nicht. Mal kurz reconnecten. Jetzt können wir wieder drauf zugreifen. So, wir haben ein paar Sachen. Wir haben jetzt 3 Summoner Souls. Damit müssen wir doch irgendwas machen können. Wofür brauchen wir Summoner Souls? Grenades. Midgame. Armor. Attachment. Glider. Saddle Armor. Misk. 50 Summoner Souls. DPS Dummy. Danke. Summon Decoy. Using this will summon a decoy that will draw an aggro of nearby dinos. Okay. Okay. Stake. Wake up Dart. Jetzt habe ich schon mal 3 von einer Sorte und das bringt mir nichts. Structures. Eine Kibbelmaschine. Dann gambeln wir 2 Stück, bitte. Verzeihung. Oh, wünscht mir Glück. 50% Nature Damage Resistance. Und Schuhe. Double Movement Speed on Kill. Bloodlust, Gravity. Jetzt ziehe ich auf jeden Fall an. Hä? Zack und zack. Also wir haben jetzt Double Movement Speed on Kill. Das ist schon mal sehr nice. 50% Damage Reduktion. Das heißt, wenn ich jetzt was töte, wird mein Movement Speed verdoppelt. Die Frage ist, wie lange? Das müssen wir mal testen.
Avalanche Set und Blood Blast Set und Gravity Set. Hi. Oh, ein normaler Pete. Sorry, aber der muss ich. No! Warum? Ich wollte dich einsacken, mein Freund. Ja, komm mal runter. Warum kann ich dich nicht bolern? Was ist denn das für ein Mist? Shit. Warum schießt du? Oh, komm schon. Ja, ja, ja. Back da rein, back da rein, back da rein. Shit. Kriegen wir den so? No. Nein. Wir haben noch zwei Pfeile. Yep, 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 yep. Komm runter. Leg dich schlafen, bitte. Okay, super, danke. Stimmt, wir konnten so die Pfeile wechseln. Okay, Dodo, du musst mal ganz kurz dran glauben. Sind wir jetzt schneller? Wow. Ja, das ist geil. Hier hast du mal ein bisschen Fleisch. Das hält nicht lang an, aber es ist cool. Breezing. Okay, wir hätten zumindest einen Pete. Du frisst das auch, ne? Nein, put food inventory. Du bist also doch kein normaler Pete. Was? Oh, sind wir schnell. Ja, okay, alles klar. Wir haben einen kleinen Set-Bonus gekriegt. Aber mehr auch nicht, leider. Leider nicht gut vorangekommen. Ja, müssen wir beim nächsten Mal schauen. Ich weiß es gerade nicht, wie wir weiterkommen. Ich würde jetzt noch ein bisschen Baseball betreiben, ein bisschen alles Fundament layern. So, dass wir einfach ein schönes kleines Hütchen haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.